Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe gerade vereidigte Minister! Die erste inhaltliche Plenardebatte in dieser neuen Legislaturperiode dreht sich um ein zentrales Thema für unser Land. Am letzten Wochenende haben 50.000 Menschen in einer beeindruckenden Menschenkette, die fast 90 Kilometer weit reichte, für die endgültige Stilllegung der Atomkraftwerke in Tihange und Doel protestiert. Sie haben deutlich gemacht, dass ein endgültiger europäischer Atomausstieg und die Stilllegung der beiden Reaktoren eine zentrale Forderung ist. Strahlung macht vor den Grenzen nicht Halt. Seit vielen Jahren, meine Damen und Herren, sind Sicherheitsmängel an diesen beiden Reaktoren in Belgien bekannt. Immer wieder werden neue Defizite und Mängel öffentlich. Gerade kürzlich wurde ja eine neue Anzahl von fast 100 Rissen dokumentiert. Und die große Sorge in der Region und auch im ganzen Land ist bekannt und vorhanden, dass es hier zu einem schwerwiegenden Unfall kommen kann. Nach deutschen Standards wären diese beiden Atomkraftwerke längst geschlossen worden. Selbst die belgische Aufsichtsbehörde hat gravierende technische und organisatorische Mängel in den beiden Atomkraftwerken festgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in der Städteregion Aachen, haben große Sorge, dass im Falle eines nuklearen Unfalls sie schwerwiegende Auswirkungen zu befürchten haben. Deshalb hat sich die bisherige rot-grüne Landesregierung gegenüber Belgien, aber auch gegenüber dem Bund engagiert dafür eingesetzt, dass die beiden Skandal-Atomkraftwerke endgültig stillgelegt werden. Zudem hat die Landesregierung, die vorherige Landesregierung, beschlossen, dass die Anlagen des Pensionsfonds des Landes nachhaltig auszurichten sind. Damals haben CDU und FDP noch dagegen gestimmt, heute gibt es andere Signale. Diese Anlagenrichtlinien sind auch die Basis dafür, dass Nordrhein-Westfalen die indirekte Beteiligung an den belgischen, aber auch an den französischen Atomkraftwerken verkauft hat. Genau, dürfen gerne klatschen. Es ist durchaus erfreulich, das sage ich an die beiden neuen Regierungsfraktionen, dass auch die neue Landesregierung sich für eine schnelle Stilllegung dieser beiden Pannenreaktoren einsetzen will. Das dokumentieren Sie heute mit dem vorgelegten Entschließungsantrag. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass im nordrhein-westfälischen Parlament, im größten Bundesland, CDU und FDP mal einen Antrag vorlegen, der den Atomausstieg dokumentiert und fordert, ist auch ein großer Erfolg der jahrelangen und jahrzehntelangen Anti-Atom-Bewegung. Wir haben ja heute einen weiteren historischen Tag in Berlin, wo der Bundestag die Ehe für alle beschlossen hat. Und auch das ist ein Erfolg von vielen Menschen, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten engagiert für eine andere Energiepolitik, für eine andere Atompolitik eingesetzt haben. Und deswegen begrüßen wir es durchaus, dass CDU und FDP heute diesen Antrag hier vorgelegt haben. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie sich für klimafreundliche Stromlieferungen einsetzen, auch aus Nordrhein-Westfalen nach Belgien, um die dann wegfallenden Atomkraftwerke zu kompensieren, dann dürfen Sie nicht einen solchen Koalitionsvertrag vorlegen, wie Sie ihn vorgelegt haben, wo Sie die Energiewende zurückdrehen wollen, der Windkraft das Gas ausmachen wollen. Wir brauchen eine klimafreundliche Energieversorgung hier in Nordrhein-Westfalen und können dann auch die Atomkraftwerke in Belgien entsprechend ersetzen. Also, nur zu Nein, besetzen wäre auch eine Ja, das ist unsere alte Tradition. Ich würde das ehrlich gesagt, wenn es notwendig ist, auch machen. Aber erstmal geht es darum, die Atomkraftwerke zu ersetzen. Besetzen ist, glaube ich, der letzte Schritt. Die Demonstration am Wochenende war ja deutlich. Da braucht es, glaube ich, kein weiteres Signal. Herr Ministerpräsident Laschet, Sie müssen sich bei der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die unseligen Brennelemente-Lieferungen nach Belgien endgültig gestoppt werden. Und hier gibt es einen Schlingerkurs seitens der Bundesregierung, auch was Tihange und Doel angeht. In Ihrem Entschließungsantrag formulieren Sie es so, dass Sie die Schuld bei der Bundesumweltministerin abladen. Sicher, sie ist zuständig und sie muss entsprechend auch reagieren. Aber es ist Aufgabe der gesamten Bundesregierung und auch der Bundeskanzlerin, hier an dieser Stelle Farbe zu bekennen. Als neuer Ministerpräsident müssen Sie sich im Sinne der Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen dafür einsetzen, nicht nur, dass es keine weiteren Lieferungen von Brennelementen gibt, sondern dass diese Atomkraftwerke zügig stillgelegt werden. Es muss gelten,
Keine weiteren Brennelementelieferungen nach Belgien, Tihange und Duell müssen abgeschaltet werden. Und es muss Vorfahrt, und zwar eine eindeutige Vorfahrt, für den Ausbau von erneuerbaren Energien geben in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland und in ganz Europa. Wir bitten Sie deswegen, unserem Antrag zuzustimmen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus